Moin Leute, heute geht es um die App des Controllers TC500 von Torp. Die gucken wir uns heute einmal in aller Ruhe an, mit allen ihren Funktionen. Dazu möchte ich natürlich zu Anfang einmal sagen, dass es sich hier um eine Vorabversion handelt, die ich benutze. Also auch die App ist noch in der Entwicklung. Die Torp-App gibt es für iOS und für Android. Und wenn ihr die installiert habt, müsst ihr natürlich eure Sorgen anhaben, damit er eine Verbindung aufbaut. Das passiert eigentlich ganz automatisch. Wir gucken uns jetzt Screenshots an von der App, die ich gemacht habe. Also wundert euch bitte nicht, dass die Live-Werte nicht irgendwie schwanken oder sowas. Es sind halt Screenshots. Ja, auf der ersten Seite seht ihr schon groß in der Mitte die 0 km/h. Das ist natürlich ein Live-Wert, wenn man fährt und das Handy zum Beispiel vorne am Lenker montiert hat, sieht man dort die Geschwindigkeit, logischerweise. Ganz oben in grün steht Eco, das ist der Modus, in dem wir uns gerade befinden, der Fahrmodus. Oben links ist die Motortemperatur die aktuelle und oben rechts die aktuelle Kontrolltemperatur. Dann haben wir unter der 0 km/h, unter der kmh-Anzeige, haben wir unten links den Füllstand der Batterie in Prozent, 83%. Daneben in Volt, 64,2 Volt. Und da rechts neben den Strom, den wir gerade aus der Batterie ziehen würden, was wir nicht tun. Darunter gibt es die Drehzahl des Motors, die Kilowattanzeige und noch einmal den Strom, den Phasenstrom, den wir aus dem Controller gerade abrufen. Ganz unten haben wir einen Trip-Kilometerzähler. Dann Regenerated bedeutet der prozentuale Anteil bei dieser Fahrt, den ihr wieder in die Batterie rekuperiert habt. Und darunter, was ich auch noch als interessant finde, ist der Verbrauch in Wattstunden pro Kilometer. Also so könnten dann so um die 20 Wattstunden pro Kilometer sein. So um den Dreh zum Beispiel, kommt drauf an, wie ihr fahrt. Ja, wenn man jetzt unten auf die zweite Seite wechselt, dann haben wir eine Tabelle, die immer aus drei Spalten besteht, nämlich aus den Minimalwerten, den Live-Werten und den Maximalwerten. Ganz klar oben die Voltanzeige des Akkus, darunter die Zellwerte der einzelnen Akkus in dem Akkupack. Ja, und der Rest darunter sollte eigentlich relativ selbsterklärend sein. Also wie viel Ampere ihr aus dem Motor zieht, aus der Batterie, wie viel kW ihr abgerufen habt, wie schnell ihr minimal und maximal wart, Motortemperaturen, Controllertemperaturen, Batterietemperaturen, jeweils Minimum, Maximum und Live, was ja manchmal während so einer Fahrt ganz oder nach einer Fahrt ganz cool sein kann, sich erstmal anzuschauen, wie viel kW hat man überhaupt abgerufen. Hat man überhaupt mal Vollgas gegeben? Da unten drunter steht dann noch einmal, wie viele Wattstunden ihr generell aus dem Controller verbraucht habt. Und unten die Uptime, wie lang der Controller an war, also wie lange ihr im Prinzip gefahren seid. Ja, dann gehen wir auf die dritte Seite. Die widmet sich der Batterie. Und zwar seht ihr ganz oben einige Balken, die zwischen 4,2 und 3 Volt stehen können. Die sind jetzt bei mir hier alle grün und alle relativ weit oben. Das sind die einzelnen Batteriezellen der Batterie. Und das zeigt den Ladestand an. Steht hier auch nochmal darunter. Wir sind bei insgesamt 63,8 Volt, 83%. Diese grünen Balken, die sinken halt genauso von 4,2 Volt auf 3. Wenn man die Werte alle addieren würde, dann wären wir bei den 63,8 Volt. Nur, dass man hier auch einmal sehr schön sehen kann, wie die einzelnen Zellen selbst ausbalanciert sind. Apropos ausbalanciert, hier unten steht einmal Max Cell und Minimum Cell, 4 Volt und 3,98. Das ist die maximale Differenz zwischen den einzelnen Batteriezellen, also wie gut die balanciert sind. 4,0 und 3,98 ist also ziemlich gut balanciert. Genau, und dann haben wir unten drei Buttons. Einmal die Batterieinfo. Das gehe ich jetzt nicht mit euch im Detail durch. Da könnt ihr euch ganz viele Sachen zu eurer Batterie angucken. Und zwar jemals, auch wenn ihr jetzt den Controller einbaut, sind dort Daten drin, seitdem ihr die Batterie habt. Also ich habe den Controller jetzt eingebaut und habe die Batterie schon ein Jahr. Das sind die Werte, die ich in diesem Jahr zusammengefahren habe. Also keine Ahnung, zum Beispiel unten drunter Minimaltemperatur 0 Grad, Maximaltemperatur 54. Das ist jemals, das ist nicht heute passiert. Ja, genau, wenn wir nochmal eben eine Seite zurückgehen, sieht man unten auch Battery Error History und Battery Charging History. Das zeige ich euch jetzt nicht. Da könnt ihr draufklicken, um euch die Fehler, die Batterie jemals rausgeworfen hat oder
die Ladezyklen, die ihr jemals gemacht habt, um euch die einmal einzugucken. Achso, apropos Ladezyklus. Was noch ganz interessant ist bei der Batterie-Infokarte, ist relativ weit oben der State of Health. Das ist wie gesund eure Batterie ist. Das sind bei mir 100%. Also ihr habt noch keinen Kapazitätsverlust. Und darüber die Charging Cycles, also wie oft ihr die Batterie von, also einen kompletten Ladezyklus schon ausgeführt habt. Das sind bei mir 34 Mal. Finde ich sehr interessant, weil ich habe die Maschine jetzt ein Jahr und ich hätte gedacht, das wäre viel häufiger gewesen. Dann kommen wir zur nächsten Karte in der App und das ist wahrscheinlich die, ja, die eigentlich alle hier am meisten interessiert. Und zwar können wir hier die beiden Fahrmodi, die wir ja am Lenker haben, Eco und Sport, einstellen. Also wie viel Leistung möchte ich zur Verfügung haben? Und das ist jetzt hier im Eco-Modus, befinden wir uns gerade. Sieht man oben drüber, Estimated Power 3,5 kW. Also bei der Einstellung, wie sie jetzt ist, stehen ungefähr 3,5 kW Leistung zur Verfügung. Oben Motor Current, das ist der Phasenstrom, 200 Ampere. Darunter Batteriestrom ist, wie viel Strom generell aus der Batterie gezogen werden kann, maximal. Standardbatterie mit dem Torque-Controller 90 Ampere. Ich habe jetzt hier 60 Ampere angestellt. Ja, und darunter eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h, die ich mir eingestellt habe. Ja, habe ich glaube ich im letzten Video schon mal gesagt, warum ich das so mache. Diese Einstellung fahre ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr. Ich habe das noch weiter runter korrigiert. Ich fahre oben beim Phasenstrom, also Motor Current 150 Ampere und beim Batteriestrom habe ich das Minimum eingestellt, nämlich 30 Ampere. Dann landet man sogar ungefähr einer Estimated Power von 2 kW, so ungefähr. Reicht mir völlig. Ich benutze den Eco-Modus ja nur, um so ein bisschen von A nach B zu kutschieren. Und ja, da kann ich locker mit den kleinsten Einstellungen fahren und spare ordentlich Batterie. Ja, dann sehen wir hier unten drunter Regen Type, No Regen. Das ist die Rekuperation. Habe ich tatsächlich im Eco-Modus bei mir ausgestellt. Da gäbe es die Möglichkeit, entweder auf Throttle zu stellen. Das bedeutet dann, wenn man vom Gas geht, wird rekuperiert. Oder man könnte es auf Break stellen. Das funktioniert dann so, dass wenn man noch die originalen oder generell irgendwelche Bremssensoren verbaut hat und man diesen Sensor auslöst, also die Bremse zieht, dass er dann rekuperiert. Das bedeutet, ihr könntet zum Beispiel die Bremse nur ganz leicht ziehen, sodass der Sensor auslöst, dann rekuperiert die Maschine und bremst euch ab, ohne dass ihr tatsächlich die Bremsbacken an die Bremsscheibe drückt. Was ganz cool ist, weil ihr rekuperiert Akku und gewinnt damit wieder an Reichweite und ihr belastet natürlich eure eigenen Bremsen nicht. Ja, darunter Regen 60 Ampere ist die Rate, mit der ihr rekuperiert. Es geht bis zu 100 Ampere. Das ist schon eine sehr starke Bremse. Ja, und ja, bis ganz weit runter halt. Ich habe das jetzt hier auf 60 Ampere eingestellt. Ja, das ist noch Vorliebe halt. Ja, unten drunter seht ihr die Batterie Stock. Hier könnt ihr quasi mit einem Fingertipp einstellen, was für eine Batterie ihr verbaut habt. Ich habe die Standardbatterie eingebaut, also steht bei mir auch Stock Standard. Da gäbe es noch die Möglichkeit, auf Bypass zu wechseln und auf 72 Volt. Dann schaltet ihr euch oben in den Modi hier, Motor Current, Batterie Current und so, einfach mehr frei. Ja, also höhere Werte. Bei 72 Volt habt ihr dann die Möglichkeit, aus dem Battery Current, aus dem Batteriestrom, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viel, 200 Ampere oder so zu ziehen, also das zumindest einzustellen. Unten drunter könnt ihr dann die Motortemperatur sehen, ab der Controller euch quasi zum Stillstand zwingt, weil der Motor zu heiß geworden ist. Ja, dann haben wir ganz unten den Sensor für den Ständer. Den könnt ihr hier also softwareseitig aus- oder einstellen. Ich habe meinen komplett abgebaut oder abgerissen, besser gesagt. Na, auf jeden Fall könnt ihr ihn softwareseitig ausstellen. Und unten drunter ist das der Crash-Sensor. Den könnt ihr auch softwareseitig ein- oder ausstellen. Ich habe ihn ausgestellt, weil er mich sowieso genervt hat. Ich wollte den nochmal ausbauen. Jetzt kann ich ihn softwareseitig einfach ausschalten, was ganz cool ist. Ganz unten drunter hatte ich im letzten Video auch schon einmal kurz gezeigt, ist Calibrate Throttle, also die Kalibrierung vom Gasgriff. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Gasgriff nicht so anspricht, wie er ansprechen sollte, dann könnt ihr hier draufklicken und so ein paar Mal einfach Vollgas geben und wieder vom Gas weglassen. Dann zeigt ihr euch so eine Voltanzahl an, die ihr erkennt und kalibriert damit quasi den Gasgriff, was
was quasi kein Gas ist und was Vollgas ist. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann verhält sich euer Gasgriff danach wieder ganz normal, so wie man das gewohnt ist. Es macht natürlich auch total Sinn, diese Kalibrierung durchzuführen, wenn ihr mal einen anderen Gasgriff verbaut. Ja, unten drunter könnt ihr dann noch auf Hilfe klicken oder das Ganze resetten. Jo. Nächste Seite ist jetzt quasi das gleiche, nur im Sportmodus, den ihr hier einstellen könnt. Hier seht ihr bei mir 5,2 kW sind eingestellt, also Estimated Power. 500 Ampere Phasenstrom, maximal 90 Ampere aus der Batterie, Speed unlimitiert. Hier seht ihr die Regen Type auf Throttle, also wenn ich vom Gas gehe, regeneriert er und zwar mit, rekuperiert er, Entschuldigung, und zwar mit 50 Ampere. Ja, und der Rest ist eigentlich genau gleich eingestellt. Ja, auf der letzten Seite gibt es dann noch so ein paar Infos, welche App-Version wir hier benutzen, welche Firmware-Version, aber noch, trotzdem noch ein paar ganz interessante Sachen, nämlich einmal die Geschwindigkeitsanzeige, in welcher Maßeinheit ihr die haben wollt, kmh, Temperatur in Celsius, Ratio. Damit könnt ihr eure Geschwindigkeit auf dem Tacho der realen Geschwindigkeit anpassen. Das habe ich ja ebenfalls in einem Video schon gemacht. Ich fahre eine andere Übersetzung und damit denkt, also ich fahre eine kürzere Übersetzung. Anstatt dem 48er Kettenrad fahre ich hinten, glaube ich, 58 oder 56. Auf jeden Fall denkt der Tacho damit, dass ich schneller fahre, als ich das eigentlich tue. Also zum Beispiel hat der Tacho bei mir 50 angezeigt, während ich in Wirklichkeit, glaube ich, nur 35 oder so gefahren bin. Könnte man jetzt sagen, ist mir eigentlich ziemlich wurscht, was der Tacho anzeigt. Ist es mir auch. Aber damit zählt der Tacho ja auch den Gesamtkilometerzähler hoch. Und damit zählt der Tacho mehr Kilometer, als ihr tatsächlich gefahren seid. Und das interessiert mich persönlich schon. Sollte man die Kiste irgendwann mal verkaufen oder möchte man einfach nur wissen, wie viele Kilometer man so gefahren ist, geht man immer von einem deutlich höheren Wert aus, also sagen wir von 2000 Kilometer, obwohl ich tatsächlich vielleicht nur 1500 Kilometer gefahren bin. Darunter habt ihr dann noch den Wheel Diameter, also den Raddurchmesser. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht das Standard 19, die Standard 19 Zoll Felge verbaut habt, sondern 18 Zoll oder 21 oder was weiß ich, könnt ihr damit den Durchmesser einstellen. Auch das wirkt sich natürlich auf die Geschwindigkeit aus. Tatsächlich würde ich das auch machen, wenn ihr einfach nur einen anderen Reifen montiert, denn manchmal variiert der Reifendurchmesser damit auch ein bisschen. Sind dann vielleicht nur 2 cm oder so, aber trotzdem. Ja, und ein Error, das ist halt die Fehlerhistorie, die ihr euch angucken könnt. Firmwares updaten. Was noch ganz cool ist, ist ganz unten Measure Time. Da könnt ihr, wenn ihr die Seite öffnet und einfach einen Beschleunigungstest macht, misst ihr eure Zeiten automatisch. Also von 0 auf 10, 20, 30, 40, 50 und so weiter. Das war dann auch schon die Top-App mit den ganzen Funktionen. Wie gesagt, das hier ist eine Vorab-Version. Die wird sich sicherlich nochmal ein bisschen ändern. Auch im Laufe der Zeit wird die sich sicherlich ändern. Wenn ihr den Controller dann selbst habt, guckt am besten selber ein bisschen rum, spielt ein bisschen rum. Die ganzen Daten, so könnt ihr halt live einsehen. Die könnt ihr auch live ändern. Also die Power-Modi können ja jederzeit live geändert werden. Was ziemlich cool ist, weil es, keine Ahnung, stellt man sich zum Beispiel die Rekuperation auf 100 Ampere und stellt fest, das ist viel zu doll. Stellt man halt live einfach eben den Regler ein bisschen runter auf, wie ich jetzt 50 Ampere zum Beispiel. Und schon könnt ihr es ausprobieren. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Sehr einfach. Ja, probiert es einfach aus, wenn ihr den Controller selbst habt. Ja, und bis dahin würde ich sagen, macht's gut.